Hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem Kia EV6 und zwar in der besonderen Variante, nämlich mit Hinterradantrieb und großer Antriebsbatterie. Das bedeutet 229 PS Leistung, die an die Hinterräder geschickt werden, weil dort auch der Elektromotor beheimatet ist. Hier vorne ein größerer Frunk und wir haben eine große Antriebsbatterie, 77,4 Kilowattstunden nutzbare Energiekapazität. Wie ihr seht, das Fahrzeug steht in der sportlichen GT-Line hier vor der Kamera in Yachtblau Metallic, einem sehr schönen Farbton, wie ich persönlich finde. Ihr seht auch, hier ist schon so ein leichter Wasserfilm drauf. Woran liegt das? Das Auto ist gerade sozusagen am Auftauen hier in der aufsteigenden Sonne, denn es ist Freitagvormittag. Das Auto stand heute Nacht bei etwa 6 bis 7 Grad Außentemperatur vor der heimischen Garage und ist somit auch etwas durchfröstelt, wie meine Wenigkeit dann auch. Der Innenraum ist kühl, das Auto ist kühl, die Batterie ist kühl. Das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, wenn wir denn jetzt in unsere Verbrauchsrunde starten. 50% Überland, 10% Stadtverkehr und 40% Autobahn mit VMAX 130, die Strecke über 110 Kilometer lang. Damit wollen wir natürlich einen Alltagsverbrauch simulieren bzw. immer vergleichbar auf selber Strecke fahren. Hier stand übrigens schon vor der Kamera der Hyundai IONIQ 5 mit Allradantrieb, die gleiche EGMP genannte Bodengruppe und Technikgruppe, die auch der Kia EV6 dabei hat mit 800 Volt System, Schnellladesystem. Und hier soll jetzt auch der Kia zeigen, ob er vielleicht sogar mit nur einem Motor etwas wirtschaftlicher und auch vor allem reichweitenstärker ist. Also das wollen wir unter anderem herausfinden. Wir wollen natürlich auch herausfinden, wie viel Platz bietet der Kia EV6, wie fährt er sich denn und wie ist er so im Alltag zu bewegen. Am Ende des Videos erfahrt ihr natürlich alles zu den Preisen des Kia EV6. Die Verbrauchsdaten, die Reichweitendaten unter unseren Bedingungen und natürlich noch ein paar persönliche Worte von mir. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls nicht schon getan. Gebt dem Ganzen ein Like, steigt jetzt mit ein und lasst uns losfahren mit mir, dem UBI und dem Kia EV6. Viel Spaß! Der Kia EV6 basiert, wie schon eingangs erwähnt, beim IONIQ 5 auf der EGMP genannten Bodengruppe, also eine elektromodulare Bodengruppe, die hier die Hyundai Motor Group, wozu auch unter anderem Hyundai, Kia und Genesis gehören. Einzelne Fahrzeuge bauen hierauf eben auf. So die ersten Modelle der Hyundai IONIQ 5 und der Kia EV6. Auch bei Genesis gibt es ein gleiches Fahrzeug, den Genesis GV60. Wir haben hier ein Fahrzeug mit einem sehr extrovertierten Exterieur. Das Fahrzeug fällt im Straßenbild unheimlich auf. Warum? Es ist ein Fahrzeug, was recht flach baut, was eine sehr kurze Front hat, also eine kurze Stupsnase quasi, einen sehr langen Radstand. Dadurch wirkt das Fahrzeug sehr massig. Und am Heck einen sehr individuellen Abschluss mit diesen Rückleuchten, die obenrum überall als Spoiler fungieren und sich über die gesamte Breite ziehen und sogar eine Rundung noch in die Blinkleuchten integrieren. Der Kia EV6 ist mit 4,70 Meter ein eher mittelmäßig großes Fahrzeug, wenn man das so sieht. Aber wir haben einen gigantischen Radstand von 2,90 Meter. Sieht man besonders in der Seitenlinie. Hier haben wir auch
das Fahrzeug in der sportlichen GT-Line. Die GT-Line hat noch etwas dynamischere Front- und Heckabschlüsse, ein bisschen mehr Farbenspiel mit Schwarz-Hochglanz-Elementen sowie den hier auf dem EV6 montierten 20 Zoll Leichtmetallräder, die dem Fahrzeug auch richtig gut stehen, vor allem eben, weil das Fahrzeug hier so einen großen Radstand hat und so große Radhäuser, dann braucht es dann auch eben große Räder, die diese ausfüllen. Wie gesagt, 4,70 Meter lang, 1,55 Meter lediglich hoch und eine Gesamtbreite ohne Außenspiegel von 1,89 mit diesen sehr großen Außenspiegeln, die auch aerodynamisch noch so ein bisschen verändert sind. Da ist der Kia EV6 deutlich über 2,5 Meter breit. Am Heck dann der besondere Abschluss hier mit dieser Leuchtengrafik, die wir hier haben. Und am Heck verbirgt sich auch der Ladeanschluss. Ich persönlich finde, das ist nicht die ideale Position hier für einen Ladeanschluss, denn man öfter mal, wenn man an eine Ladesäule ranfährt, dann eben das Kabel hier ein bisschen verschnörkelt rumziehen muss. Da würde ich mir wünschen, dass man entweder wirklich die typische Seite nimmt, wo ursprünglich immer der Tankanschluss war, oder vielleicht sogar einen Nasenlader, wie bei einzelnen Elektrofahrzeugen. Die Ladeklappe öffnet dann auch auf leichten Tastendruck auf die Klappe selber. Das funktioniert auch nicht immer hundertprozentig. Auch hier würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass man eben hier zu einem klassischen Druckpunkt zurückkommt und das Ganze dann aufklappt. Da braucht es für meine Begriffe keinen elektrischen Auf- und Zuklappmechanismus. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht als Elektroautofahrer. Elektrisch öffnet dafür die Heckklappe, das ist sehr praktisch, auch mit Gestensteuerung. Dem gibt dann einen sehr gut nutzbaren Kofferraum frei mit 490 Litern Standardladevolumen. Nicht sonderlich groß, aber es gibt so einen leicht zweigeteilten Kofferraum-Ladeboden. Also man kann den Zwischenboden dann noch mal ein bisschen was reinladen. Da legt man dann zum Beispiel ein Ladekabel rein oder eben Warndreieck und Verbandskasten zum Beispiel. Meinen Augen gehören die Ladekabel nach vorne, denn wir haben hier durch die Hinterradantriebsversion das eben den Frunk vergrößert. Der Frunk hat hier ein Volumen von 52 Litern, ist angenehm tief, weil eben der Frontmotor fehlt. Und da kann man dann wirklich alle Ladekabel, Handschuhe oder sonst was oder eben dreckige Stiefel perfekt in diesem Frunk verstauen. In meinen Augen hier echt gut umgesetzt und so sollte der Frunk auch sein. Bei der Allrad-Variante, da können wir eben kurz das Bild einblenden beim IONIQ 5, da sehen wir, dass das eben nur noch knapp 20 Liter sind, da passt dann auch kein Ladekabel mehr optimal rein. Lediglich vielleicht einzig der Ladestecker hier für die Vehicle-to-Load-Funktion, die man hier beim Kia EV6 ordern kann, den könnte man natürlich da vorne unterbringen. Zu der kommen wir aber auch gleich noch einmal. Jetzt wollen wir uns weiter noch mal mit den Platzverhältnissen beschäftigen. Eben die Rücksitzlehnen sind federvorgespannt im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar. Und dann gibt sich eine fast ebene Laderaumfläche und bis zu 1300 Liter Stauraumvolumen. Die kann man wirklich gut nutzen, weil eben die Heckklappe auch sehr groß öffnet. Und auch wir haben einen breiten Ausschnitt zum Laden. Passagiere laden sich hinten ein in der zweiten Reihe unter anderem und da sitzt es sich extrem fürstlich. Hier spielt der Kia EV6 seinen großen Radstand eben von 2,90 Meter perfekt aus. Viel Kniefreiheit, viel Kopffreiheit hier, weil die Sitzbank recht tief montiert ist. Wir haben eine gute Krümmung der Beine hier auf der Rücksitzbank, das passt auch. Und es gibt hier Luftausströmer an den Seiten, nicht in der Mittelkonsole. Und Ladeanschlüsse für ein Smartphone gibt es zwei USB-C-Anschlüsse hier an der Sitzverkleidung hier an der Seite. Was es leider nicht für den Kia EV6 gibt, einzig für den IONIQ 5, sind Sonnenschutzrollos hier in den Seitenscheiben. Die würde ich allerdings mir noch wünschen, gerade wenn man ihn als Familienauto nutzt, den EV6, und wofür er ja gut geeignet ist, was die Platzverhältnisse angeht.
Kindersitze lassen sich ebenfalls sehr gut hier auf der Rücksitzbank unterbringen, dank Isofix. Verankerungen, die etwas fummelig da im Polster ausgeschnitten sind, da braucht man schon ein bisschen Fummelarbeit, bis man es reinbekommt. Muss aufpassen, dass man eben das Polster hier nicht beschädigt. Dann aber hat man einen guten großen Türausschnitt, wo man auch die Kindersitze sehr gut reinbringt und auch die Kinder. Also auch hier Kindertauglichkeit ist sehr hoch beim Kia EV6. In der ersten Sitzreihe dann sitzt es sich auf angenehm ausgeformten Ledersitzen, die wir hier haben. Die sind sowohl beheizt als auch belüftbar. Sowohl in den hinteren Sitzreihen ist dann auch eine zweistufige Sitzheizung für die Außenpositionen vorhanden. Der Fahrer hat ein Zwei-Speichen-Lenkrad vor sich, das keine wirklichen Rätsel aufgibt. In der Bedienung auf der linken Seite haben wir die Bedienung für den Abstandsregeltempomaten und auch für das Bordcomputer-Menü, was wir hier im volldigitalen Kombi-Instrument vor uns haben. Auf der rechten Seite geht es dann in die Audio- und Telefonbedienung. Und wir haben links unten noch den Drive-Mode-Schalter, mit dem wir drei Fahrstufen durchschalten können zwischen Eco, Normal und Sport. Der Fahrer blickt dann eben auf ein Instrumentencluster mit zwei Displays, die über ein Panel miteinander verbunden sind, das auch leicht gebogen ist und sich auch so ein bisschen dann eben zum Fahrer hin in der Mittelkonsole orientiert. Das Fahrzeug ist also eher Richtung Fahrer ausorientiert, was man früher etwa von BMW gewohnt ist. Wir haben das volldigitale Kombi-Instrument, was mehrere Möglichkeiten der Anzeigenvielfalt gibt, Assistenzansicht, Bordcomputer, Fahransicht, Navigationsansicht oder eine reine Infoansicht, wenn man denn besondere Fahrdaten kriegt. Zudem sehen wir sehr groß Geschwindigkeit, Reichweite und auch das Powermeter oder Chargen hier sehr schön. Und wir haben auch eine Energieanzeige, die uns sehr schön zeigt, wie die Rekuperationsstufe gerade umgesetzt ist, die wir entweder auf Auto stellen können oder in drei einzelnen Modi durchschalten können, bis hin sogar zum iPaddle-Fahren, wobei hier das iPaddle-Fahren eine Besonderheit aufweist, die wir auch gleich kennenlernen. Der Mediabildschirm hier ist auch sehr gut ablösbar, fein aufgelöst, und wir haben hier noch so eine kleine Ablagefläche hier am Touch oder vor dem Touchscreen, wo wir die Hand schön auflegen können zur Bedienung. Auch das richtig gut gelöst. Apple CarPlay und Android Auto sind natürlich hier mit an Bord. Wir haben darunter auch ein weiteres kleines Display, welches sich durch einen kleinen Schalter umschalten lässt von einem normalen Bedienelement für eben die Audiobedienung und für die Direktwahltasten des Mediasystems oder aber dann eben in das Klimabedienteil umfunktionieren lässt. Und das finde ich sehr, sehr clever gelöst. Das hat man wirklich toll gemacht, denn ein Klimabedienteil in der klassischen Ansicht, das lobe ich mir immer wieder, und so ist es auch wirklich schnell und simpel zu bedienen. Eine Besonderheit, die hier auch wirklich für Elektrofahrzeuge Sinn macht, ist eine Driver-Only Belüftung bzw. Heizung. Hier könnt ihr eben einstellen, dass nur ihr an Bord seid, was natürlich einfach nochmal den Energieverbrauch der Klimaanlage merklich reduziert und dadurch auch die Reichweite erhöht. Wir haben dann noch auf der freischwebenden Mittelkonsole eben untergebracht den Startknopf, den Taster für das Eingang-Reduktionsgetriebe. Dahinter auch die Auto-Hold-Funktion oder die Parkelemente wie Einparkassistent und 360-Grad-Kamera. Auf dem diese kleinen Satelliten dann eben die Heizelemente für die Sitze und das Lenkrad. Das heißt Sitzheizung, Sitzlüftung und Lenkradheizung sind untergebracht. Eine Ebene darunter, ein großes Ablagefach und Stromversorgung für mobile Endgeräte, wie etwa eben ein USB-C, ein USB-A-Anschluss, noch ein weiterer USB-Anschluss und eine 12-Volt-Steckdose sowie eben ein riesiges Ablagefach, wo man wirklich sehr viel unterbringen kann. Auch die Mittelarmlehne hier bietet noch ein Ablagefach und eine induktive Lademöglichkeit hier für ein Smartphone. Die Materialien, die der Kia hier im EV6 verwendet, sind durch die Bank sehr hochwertig, alles sauber verarbeitet. Es fühlt sich alles schön an. Besonders gut gefällt mir hier diese Kunstleder
oder ja, fast schon diese Kunstlederoptik hier auf dem Armaturenbrett, die hier umgesetzt wurde, die so ein bisschen so Carbonstruktur ausschaut, die ist sehr schön, fühlt sich auch richtig schön an. Also das ist so mein kleines Highlight, zudem auch eine sehr schöne ambiente Beleuchtung, die man in verschiedenen Farben sich hier rein konfigurieren kann. Während ich den IONIQ 5 mit Allradantrieb und zwei permanent erregten Synchronmaschinen gefahren bin, fahren wir jetzt den Kia EV6 mit Hinterradantrieb. Wir haben also einen permanent erregte Synchronmaschine an der Hinterachse, welche auch diese antreibt. Vorne haben wir jetzt eben einen vergrößerten Frunk und keinen Elektromotor. Die Leistung liegt hier bei 168 kW und 350 Newtonmeter maximalen Drehmoment. Damit beschleunigt der Kia EV6 RWD, wie er genannt wird, aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,3 Sekunden und das trotz eben knapp 2,1 Tonnen Leergewicht. Die Höchstgeschwindigkeit, die übrigens der Kia EV6 laufen darf, sind 185 Stundenkilometer, die natürlich auch sehr zügig erreicht werden und auch souverän gehalten werden können. Also hier setzt auch der Kia EV6 wieder auf diesen sportlichen Part, den man eben spielen möchte. Und was das Fahrverhalten angeht, so ist auch der Kia EV6 eben merklich noch einen Tick gefühlt straffer als der IONIQ 5 in meinen Augen. Er fährt sich sehr dynamisch, hat eine gute Rückmeldung von der Straße über die Lenkung, lässt sich sehr schön einlenken, bleibt auch super straff in schnell gefahrenen Kurven und eben auch ohne Wankneigung. Aber wer langsam fährt oder ruhiger fährt, vor allem in der Stadt oft unterwegs ist, der wird mit dem Federungskomfort sicherlich nicht unbedingt bester Freund werden, denn, das muss man ganz klar sagen, hier werden kurze Stöße sehr direkt und trocken weitergereicht an die Insassen. Also hier wäre eine adaptive Federung in meinen Augen sicherlich sehr, sehr von Vorteil. Wir fahren jetzt hier einen Berg hinunter und da hilft uns natürlich die Rekuperation bei Elektrofahrzeugen. Die können wir hier im EV6 in vier Stufen einstellen. Entweder wir können frei rollen lassen, segeln lassen oder wir haben dann drei normale Rekuperationsstufen oder eben in der vierten Rekuperationsstufe das sogenannte iPedal. Mit dem iPedal ist es dann eben auch möglich, bis zum Stand zu rekuperieren. Das Fahrzeug bleibt dann auch stehen und wartet dann erst wieder auf den Befehl über das Fahrpedal, dass man eben losfahren möchte. Aber hier sei Vorsicht geboten, liebe Leute da draußen, denn wie ich jetzt festgestellt habe während meiner 14 Tage Testzeitraum, fahrt ihr im iPedal-Modus und wollt dann mal zügig losfahren aus dem Stand. Dann gibt es hier erst einmal ein kleines böses Erwachen, denn komischerweise braucht dann die Umsetzung des Kraftschlusses sehr lange. Wir haben ungefähr so gefühlt 1 bis 2 Sekunden, bis erst einmal der Wunsch des Losfahrens umgesetzt wird in Kraftschluss. Also hier weiß ich nicht, was da so wirklich passiert ist. Das ist vor allem sehr, sehr fies, wenn man mal schnell abbiegen will und was man ja gewohnt ist beim Elektroauto, dass man eben sofort die Leistung zur Verfügung hat. Das passiert hier im iPedal-Modus leider gar nicht. Hier passiert nämlich erst einmal nichts, wenn man den Fuß auf das Fahr- oder Strompedal stellt. Ist es dann allerdings im Fahrt, so wie jetzt, dann kann man das Pedal eben weit durchdrücken und dann wird auch die Leistung hervorragend umgesetzt. Besonders schön natürlich auch noch im Sportmodus. Die drei Modi hier sind auch sehr schön und deutlich herausgearbeitet. Bei Eco ist dann wirklich das Ansprechverhalten sehr zurückhaltend. Bei Normal, da ist es einfach wirklich so, wie man es für ein Elektroauto erwartet. Und bei Sport, da drückt er dann eben mit voller Kraft richtig los. Da macht es dann auch richtig Laune auf der Straße. Ein bisschen schade finde ich persönlich, dass man hier keine Doppelverglasung oder keine Akustikverglasung hier im EV6 verbaut hat. Wir haben hier nur eine Einfachverglasung und dadurch merkt man, man hört viel von außen, also auch Windgeräusche, Abrollgeräusche sind hier deutlich präsenter als etwa in einem VW ID.4 erstaunlicherweise. Und da würde ich mir vielleicht noch wünschen, dass Kia hier im Zuge diverser Modellüberarbeitungen nochmal nachlegt. Gerade Modellpflegen sind für Kia ja schnell und eben gut umsetzbar, was wir gelernt haben, auch an der Schnellladefähigkeit.
Ja, gerade im Winter, hier gab es ja einen sogenannten Cold Gate, den man eben bei diesen eGMP-Fahrzeugen hatte. Denn normalerweise kann das Fahrzeug seine 77,4 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie in 18 Minuten am Schnelllader von 10 bis 80% aufladen, dank maximal 240 kW Ladeleistung und dem sehr starken 800 Volt Ladesystem. Wir haben einen sehr hohen Ladepeak über einen langen Zeitraum hinweg. Und ab 80 wirklich, dann klappt die Ladekurve drastisch ein. Da wird dann eben nur noch ganz langsam geladen. Da merkt man eben, dass hier dann die Akkuschonung einsetzen muss. Aber im Winter gab es eben das Problem, dass man die Fahrzeuge der Hyundai Motor Group, diese eGMP-Fahrzeuge, nur sehr reduziert und sehr schwach eben laden konnte bei kalten Temperaturen, weil es eben keine Akku-Vorkonditionierung gab. Die gibt es jetzt auch hier im EV6. Hier können eben auch Bestandsfahrzeuge nachgerüstet werden. Wir haben hier ein Fahrzeug, das jetzt über ein Jahr alt ist, 23.000 Kilometer gelaufen ist. Und hier hat uns Kia bereits das neue Software-Update draufgezogen. Wir haben die Möglichkeit, hier die Vorkonditionierung tatsächlich einzugeben. Und wenn ihr eine Ladesäule explizit über das Navigationssystem ansteuert, dann wird auch der Akku für diesen Ladevorgang vorkonditioniert. Hier aber auch ein kleiner Nachteil, denn es gibt keine aktive Ladeplanung, wenn ihr mit dem werksintegrierten Navigationssystem fahrt. Das heißt also, im Grunde ist diese Vorkonditionierung auch dann eher hinfällig, so ein bisschen, weil eben keine Routenplanung mit einer Ladeplanung erfolgt. Also hier müsste Kia meiner Meinung nach auch noch mal nachlegen, denn eine Routenplanung ohne wirklich Einplanung von Ladestops, ja, das ist eher kontraproduktiv. Wenn ihr dann über Android Auto oder Apple CarPlay navigiert, dann müsst ihr meiner Meinung nach eben bewusst diesen Ladestopp, den ihr für euch geplant habt, hier ins Navigationssystem aktiv eingeben, damit eben die Batterievorkonditionierung vollzogen wird. Kia bietet auch den EV6 mit allen wichtigen und relevanten Fahrassistenzsystemen ab Werk aus, beziehungsweise es gibt noch ein Assistenzpaket, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, eben teilautonom das Fahrzeug nach Level 2 Plus zu fahren. Das heißt, das Auto kann sich am Vordermann orientieren, kann eben auch aktiv die Spur halten, den Abstand halten. Es gibt Querverkehrswarnung, Kollisionswarnung und auch Abbiegeassistenten. Und besonders cool beim Abbiegen ist der aktive tote Winkelwarner, der hier auch noch über die Kameras der Außenspiegel umgesetzt wird. Sobald man den Blinker setzt, sieht man eben das Kameraspiegel im jeweiligen Außenspiegel hier im volldigitalen Kombi-Instrument, was ich echt ein absolutes Highlight finde und auch immer wieder nur bei solchen Fahrzeugen positiv hervorheben kann. Was ich ein bisschen schade finde, ist der Spurhalteassistent, der sehr, sehr auf Sicherheit bedacht ist und sehr früh schon, wenn man ein bisschen sich der jeweiligen Spurweite oder der Spurlinien hier nähert, dann schon sehr früh anfängt mit dem Piepsen und dem Lenken. Das finde ich schon ein bisschen schade. Also oftmals musste ich ihn leider deaktivieren, damit ich hier ein bisschen eine schönere Linie mir auf der Straße suchen konnte. Jetzt suche ich mir aber den Weg zum Fazit und zur Ladesäule natürlich vorher, damit wir am Ende jetzt schauen können, was hat der Kia EV6 eigentlich verbraucht, wie weit würden wir mit dem Akku kommen und vor allem, was kostet der EV6, so wie meine persönlichen Worte. Also bis gleich. Der Kia EV6 polarisiert vor allem mit seinem Design, das muss man ganz klar sagen. Technisch ist das Auto nahezu an der Perfektion mit dem 800 Volt System, was wir hier haben. Schneller Ladegeschwindigkeit, auf die es natürlich in erster Linie ankommt. Einer großen Akkubatterie, damit auch eine großzügige Reichweite generiert werden kann. Gerade für Vielfahrer wird das ein Fahrzeug der ersten Wahl sein.
Beim Preis, da muss man sagen, da sind die Koreaner schon sehr stolz. Da wird auch gut hingelangt. 46.990 Euro ist der Einstiegspreis für den Kia EV6. Dann mit Hinterradantrieb und kleiner Antriebsbatterie, 58 Kilowattstunden. Möchte man dann die GT-Line hier mit mehr Ausstattung plus eben großem Akku, dann muss man schon mal 10.000 Euro mehr investieren, also 56.990 Euro. Und unser Testwagen sprengt sogar die 60.000 Marke. Also da liegen wir bei 63.000 Euro und noch ein paar zerquetschten. Das ist richtig, richtig viel Geld. Aber es wird auch richtig viel geboten. Wir haben viel Platz hier im Innenraum. Wir haben großzügigen Kofferraum. Wir haben eben einen Antrieb, der in meinen Augen völlig ausreichend ist. Die 230 PS sind hier für jederzeit wirklich für gute Sprints verfügbar und man fährt angenehm entspannt hier selbst über die Autobahn mit ihm. Bisschen zu hart ist das Fahrwerk für meinen Geschmack persönlich, das wird aber jeder sicherlich etwas anders sehen. Bei der Optik finde ich den Wagen auch mittlerweile tatsächlich etwas attraktiver als den Hyundai Ioniq 5. Den Genesis GV60 bin ich leider noch nicht gefahren. Ich hoffe, das kann ich irgendwann noch für euch nachholen. Aber soweit ist dieses Auto schon echt richtig gut. Bei den Preisen muss man aber auch klar sagen, der Wagen liegt ja hier schon bei 63.000 Euro mit eben Vollausstattung. Wenn man dann noch mehr investieren möchte, eben in den zweiten Motor an der Vorderachse, dann ist der Aufpreis gar nicht mal so gering mehr. Und es gibt ja noch den Kia EV6 GT, der hier mit 585 PS die richtige Powermaschine ist. Und der ist bei knapp über 70.000 Euro dann mit Vollausstattung. Also meiner Meinung nach, da könnte man sich dann überlegen, ob man nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld investiert und vielleicht dann doch sich halt nochmal die Spaßgranate zusätzlich gönnt. Beim Verbrauch, und das ist jetzt natürlich der entscheidende Punkt, wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus? Wir haben 17,2 Kilowattstunden angegebenen WLTP-Verbrauch hier für den Kia EV6 mit Hinterradantrieb und großer Batterie inklusive der 20 Zoll Räder, die wir hier haben. Und wir haben jetzt einen Verbrauch von 16,6 Kilowattstunden laut Bordcomputer ermittelt. Und wenn wir dann eben mit dem State of Charge Prozenten arbeiten, dann kommt das auch sehr, sehr genau hin. Da liegen wir nämlich bei 16,5 pro Kilowattstunden auf 100 Kilometern, was wir verbraucht haben. Und jetzt kommt eben der große Punkt. Wir haben ihn natürlich jetzt am Schnelllader wieder aufgeladen und da kommen dann eben noch Ladeverluste hinzu. Und die sind durchaus eklatant, wenn man das genau anschaut. Wir haben nämlich dann mit Ladeverlusten einen Verbrauch von 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das ist schon heftig. Somit hatte ich jetzt bei einem Ladevorgang mal zusätzlich Kosten in Höhe von 2,34 Euro, die wir hier hatten, weil 4,6 Kilowattstunden einfach Ladeverluste waren und das eben bei einem Ladevorgang von 64% auf 89%. Das ist schon richtig, richtig heftig. Also auch hier muss man sehen, da muss sich irgendwas tun oder aber man sieht eben auch, dass schnelles Laden dann auch irgendwo eben mit hohen Ladeverlusten einhergeht. Das war meine Meinung zum Kia EV6. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Lasst uns diskutieren über den Kia EV6. Ich bin sehr gespannt, welches ist euer Favoriten-Elektroauto? Würdet ihr einen Ioniq 5 oder einen EV6 nehmen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Reinklicken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi.